Willkommen zu einem kleinen Push-Video. Rams ist wieder am Start und ihr wisst alle genau, bis zum 20. ist Regirock noch zu haben, noch erhältlich in den 5er-Raids neben den Vögeln, die mir gewaltig auf den Sack gehen. Aber allen anderen geht Regirock auf den Sack. Und deswegen habe ich beschlossen, jetzt mal mein bestes Regirock zu pushen, weil ich heute keins mehr machen werde und morgen wahrscheinlich auch nicht. Dann lieber doch nochmal einen Vogel mitnehmen, vielleicht kriegt man ja noch einen Shiny. Und ja, ich finde Regirock trotzdem eigentlich cool, deswegen blende ich hier mal ein meine 9 besten Regirock, die ich aufgehoben habe. Da ist einiges dabei, aber das allerbeste ist das 2199er. Wie ihr seht, das ist also wettergeboostet. Hat den besten Satz, kann es mit allen aufnehmen. Angriff und Verteidigung sind beide auf 15. Das ist also ein 98er. Und das werden wir jetzt pushen. Das bekommt 44 WP dazu pro Push. Ich finde Regirock trotzdem immer noch cool. Finde ich immer noch besser als Registeel, was ja totale Möhre war und auch nur 2000 noch was erreichen konnte. Aber Regirock und Regieis kommen beide ja trotzdem auf über 3000 WP. Und wer kein gutes Kampf-Pokémon hat oder kein gutes Gesteins-Pokémon, der kann natürlich auch mit Regirock, jeweils mit Kampfset oder mit Steinset, ordentlich Schaden machen, denke ich mal. Natürlich haben andere Viecher bessere Werte, aber nicht jeder hat halt seine Machomai-Armee am Start und er könnte natürlich Regirock dann auch mit Kampfattacken ausrüsten. Oder nicht jeder hat diese Geowatz-Armee, der könnte die dann auch einfach mit Steinwurf, Steinkante ausrüsten. Oder wer den Lavita Community Day verpasst hat. Deswegen, alle waren schon genervt natürlich, dass das die ganze Zeit da war. Keiner hatte mehr Bock, keiner mehr wollte Regirock Raids machen. Ich habe ziemlich früh dieses 98er bekommen, was ich sehr cool fand natürlich. Habe trotzdem dann die Raids mitgemacht und habe dann immer nur mit gelber Beere gefangen, weil ich mir so sicher war, dass es drin bleibt. Wollte nur noch Bonbons farmen, dass ich das hier locker hochziehen kann. Sternstaub ist ja vorhanden. Und es hat natürlich geklappt, ich habe genügend Bonbons bekommen, musste auch kaum Sonderbonbons reinstecken, das ging sich dann so aus. Und Regirock, wenn ich mal vergleiche, wenn ich die Vögel fange und wenn ich Regirock oder überhaupt eins von den Regis fangen musste, dann ist das wirklich ein Traum gewesen, Regirock einzutüten. Mit dem Fangträger saß er einfach immer ruhig da, wenn es mal angegriffen hat, okay, man hat einfach gewartet, hat dann geworfen, hat einfach fabelhaft getroffen und was will man mehr? Das war das Leichteste, was man machen kann. Ich habe, glaube ich, 38 gesehen und 35 gefangen. Als der erste geflohen ist, habe ich dann aufgehört mit gelben Bären, nee, mit goldenen Bären zu werfen oder irgendwas. Wespe weg. Und ja, also leichter konnte man das eigentlich wirklich nicht machen. Wenn ich vergleiche mit den Vögeln, die immer zu hoch fliegen, runterfliegen, angreifen, ein Hin und Her, das geht mir so gewaltig auf den Keks, da schmeiße ich einfach immer nur irgendwie drauf, ohne Fangtrick, ohne Bären, ohne irgendwas, die bleibt trotzdem ab und zu drin, das würde dann auch reichen. Aber Regirock, ein ganz geselliger Kumpadre, wie ihr seht, hat jetzt auch das Maximal, ach nee, noch nicht, wir haben ja noch einen Push vor uns, 3056 und einer geht, glaube ich, noch, genau, der zweite 15er, der maximale Push. 3078 WP erreicht also unser 98%iges Regirock. Wie gesagt, ihr könnt es als Steinsangreifer nehmen oder als Kampfangreifer mit seinem Kampfset. Aber da es vom Typ Gestein ist, würde sich natürlich auch das Gesteinsset empfehlen. Ihr müsst natürlich selber wissen, ob ihr eins pusht oder nicht. Ich finde es cool, ich finde es sieht auch cool aus. Ist auch richtig gefährlich hier mit seinen Rückenstacheln. Wow. Sieht viel besser aus als Regieis und als Registeel, wobei Regieis ja trotzdem auch noch ganz cool war. Registeel überhaupt nicht und ich habe immer zu Angst, dass ich hier erschlagen werde, weil die Eicheln immer so hier vom Baum runterknallen. Joa, dann würde ich sagen, als nächstes kommen natürlich wieder Mewtwo in den 5er Raids. Wenn wir da mal ein besseres kriegen als das, was ich jetzt habe, würden wir da vielleicht auch eins hochziehen, weil bis jetzt habe ich nur ein 89er aus 25 X-Rays erhalten, was auf Level 40 ist. Und wenn wirklich nochmal ein besseres dabei ist, würden wir das pushen. Ansonsten der nächste Monat auch etwas lau.
Aber mal schauen, was bei den X-Raids jetzt noch vonstatten geht. Denn vorhin kam sogar oben ein Pop-up beim Spiel, dass Deoxys jetzt als X-Raid verfügbar ist. Also nicht nur irgendwo geleakt und irgendwelche Seiten, sondern direkt die Pokémon-App hat auch bestätigt, dass Deoxys jetzt als X-Raid kommt. Den muss ich mir nochmal angucken, Regirock. Und das war's natürlich